Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Langlebe der Todbox von Casper. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lang lebe der Tod von Casper. Lang haben wir auf dieses Album warten müssen. Es wurde ja oft verschoben und jetzt am 1. September war es schlussendlich dann soweit. So sieht das Ganze aus. Wir werden mal die Folie entfernen. Vorher schauen wir noch ganz kurz, was wir hier lesen können. Nämlich haben wir hier einen FSK 0 Aufkleber und dann haben wir hier noch einen Aufkleber Limited Edition Box inklusive Live-DVD, Album-CD, Vinyl, Shirt und Poster. Also einfach eine Inhaltsangabe, was sich in der Box befindet. Inklusive diesem FSK-Sticker, der uns verrät, dass es eine DVD bzw. Filmmaterial darin geben wird. Gut, wir werden die Plastikfolie zuerst entfernen und uns dann die Box im Detail ansehen. So. Okay. Und wir sehen schon, dieser Aufdruck hier war auch nur auf der Folie. Das ist ein Sticker und der ist auf der Box an sich nicht drauf. Interessant. Wir haben auf der Vorderseite eine weiß-schwarz-weiß-dunkelgrau Optik. Und zwar haben wir hier einen weißen Hintergrund und davor diesen Stacheldraht, diese Stacheldraht-Drähte. Ja, würde ich mal sagen, heißt so. Und dann haben wir hier auf der Seite Lang lebe der Tod stehen. Casper steht hier. Dann hier nochmal Lang lebe der Tod. Und hier ebenfalls Casper. Es ist so eine klassische Vinylbox, also relativ flach das Ganze in quadratischer Form. Schauen wir uns noch kurz die Rückseite an. Die sieht folgendermaßen aus. Hier haben wir die Tracklist aufgelistet. Und hier unten haben wir noch die Info zu der Live-DVD. Also hier steht Live aus dem Westfalenpark Dortmund. Und hier haben wir einfach die Tracklist des Live-Programms, was da alles gespielt wurde. Hier unten noch die Internetadresse inklusive der Credits. Die Tracklist haben wir hier noch. Schauen uns dann aber nochmal genau auf der CD an. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir öffnen das Ganze mal. Der Deckel ist nicht zum Klappen, sondern geht komplett ab. Sieht von innen dann so aus, glatt weiß. Oh, und man muss dazu sagen, diese Stacheldrähte wurden geprägt. Also, man spürt es auch, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, man spürt es auch hier auf der Vorderseite, dass das Ganze hier etwas erhaben ist. Man kann hier drüber fahren, man spürt diesen Stacheldraht. Und hier sieht man es auch ganz schön im Deckel-Innenbereich. Okay, als erstes kommt uns entgegen ein T-Shirt. Das Album im Digipack, ein Poster und haben wir hier einen schwarzen Stoffstreifen, so eine schwarze Lasche und die ist dafür da, dass wir die Vinyl schön herausbekommen. Finde ich extrem gut gemacht, also habe ich schon in mehreren Boxen gesehen, dass es diese Streifen da gibt, aber gerade mit der Vinyl, weil die Vinyl passt ja wirklich haargenau hier rein. Und dann ist es oftmals mühsam, die irgendwie herauszuschütteln. Deswegen wirklich schön gemacht hier mit diesem schwarzen Element, mit dieser Lasche, dass man das hier einfach sehr schön anheben kann. Finde ich eine schöne Detailarbeit. Gut, die Box machen wir wieder zu. Und dann kommen wir zum Inhalt. Nachdem die Vinyl und die CD bzw. das Album eingeschweißt ist, werden wir das Ganze mal aufschneiden. So die Frage, wo wir das am besten machen. Ich werde jetzt einfach mal hier unten mein Glück versuchen. So. Jawohl, da haben wir einmal die Vinyl und dann haben wir natürlich noch das Album und das werden wir am besten, hier oben ist etwas geeignet. Perfekt.
Gut, und auch hier sehen wir wieder auf der Folie den Aufdruck Casper Lang, lebe der Tod. Und hier haben wir einen FSK 0 Sticker, Gott sei Dank ein Sticker, und diesen werden wir gleich wegmachen. Finde ich gut, dass das ein Sticker ist und dieser nicht aufgedruckt wurde. Perfekt. Alles klar. Gut, wir haben hier ein Digipack. Casper steht hier, Lang lebe der Tod steht auf dieser Seite. Und wenn wir das Ganze aufklappen, dann haben wir einmal die CD, also die Album-CD. Ich gehe mal stark davon aus, dass, jawohl, hier dürfte sich das Booklet befinden. In weiß, schwarz. Dieses Design zieht sich durch. Hier haben wir den gesamten Songtext von Lang lebe der Tod. Alles ist erleuchtet. Keine Angst. Sirenen. Lass sie gehen. Morgelon. Wo die wilden Maden graben. Deborah. Meine Kündigung. Und Flackern, Flimmern. Also wirklich von jedem der Tracks hier der Songtext abgedruckt. Auf der Rückseite noch die Credits. Sehr schlichtes Booklet, aber wie gesagt, die Songtexte auf jeden Fall eine nette Sache. Und hier eben dieses Design weiterhin mit diesem Stacheldraht. Dann haben wir CD1, Lang lebe der Tod. Sieht folgendermaßen aus. Und hier haben wir auf der Rückseite, was ihr seid, das waren wir, was wir sind, das werdet ihr. Gefällt mir sehr gut, der Spruch. Schwarz-weiß die CD. Auf der zweiten Seite haben wir dann Casper live aus dem Westfalenpark Dortmund. Also wir haben, wie so oft, keine Instrumental-CD, die ja meistens auf CD2 dann ist. Nein, wir haben hier eine DVD, FSK 0. Wieder der Stacheldraht. Dann haben wir hier noch die Credits. Und hier spannenderweise noch ein zweites Booklet, oder? Schauen wir mal gleich, was das ist. Live aus dem Westfalenpark. Okay, da haben wir einfach die Info zu den einzelnen Tracks. Also, wer daran beteiligt war, wer daran mitgewirkt hat. Alles klar. Einige Tracks im Live-Programm. Und dann hier noch die Credits zum Abschluss. Gut, Booklet zurück. Und auch das erste Booklet geben wir wieder zurück. Dann kommen wir zur Tracklist. Und zwar haben wir 10 Tracks, wenn ich es richtig gezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entschuldigung, 11 Tracks natürlich. Und ja, das liegt daran, dass hier Sirenen, Prolog und Sirenen zwei Tracks sind. Also 10, 11 Tracks, je nachdem wie man sieht. Wir haben Features von, kann man das lesen? Ich hoffe schon. Blixer Bargelb, Entschuldigung, Bargeld, Blixer Bargeld, Dagobert und Caesar. Dann haben wir ein Feature von Drangsal und dann hier noch ein Feature von A zum J, Portugal, The Man. Alles klar. Ja, A zum J sagt mir natürlich was, aber die restlichen Features, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gehört davon. Meine Favoriten des Albums sind Keine Angst, also Track Nummer 3, zu dem es auch schon eine Videoauskopplung gab, und der letzte Track Flackern und Flimmern. Es ist natürlich etwas schade, dass hier wirklich nur 10 bzw. 11 Tracks drauf sind. Allerdings muss man noch sagen, dass die Tracks allesamt sehr lang sind. Also die gehen 3, 4 bis hin zu über 6 Minuten teilweise. Also die sind recht umfangreich. Und hier haben wir eben noch die Tracklist der DVD. Digipack. Dann haben wir die Vinyl. Vorne dieses Stacheldrahtdesign. Auf der Rückseite ebenfalls wieder die Tracklist, die A- und B-Seite aufgedruckt. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier einmal die Vinyl, die wir oben herausnehmen. Klassisch in Schwarz gehalten und hier eben die Info. Das hier ist in dem Fall die B-Seite.
und das hier, die A-Seite. Alles klar. Das Ganze hier drinnen, wo wir auch nochmal die Tracklist aufgedruckt haben. So, und dann haben wir hier auch nochmal, das finde ich spannend, auch hier nochmal ein Booklet. Mehr oder weniger, sehr groß das Ganze, so ein Heftchen, Einleger, mit den ganzen Tracks und den einzelnen Texten nochmal angeführt. Sehr schön. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die sich vielleicht nur die CD oder nur die Vinyl kaufen, da macht das schon Sinn. Aber in meinem Fall jetzt, nachdem ich die Box erworben habe, ist das natürlich so eine Sache, weil ich ja jetzt sowohl in der CD als auch in der Vinyl jetzt die Tracks inklusive Texte abgedruckt habe. Aber wie gesagt, macht auf jeden Fall Sinn für die einzelnen Käufe. Dann haben wir noch ein Poster. Dieses sieht folgendermaßen aus. Wir sehen hier Casper in einem T-Shirt. So, Casper in Betestellung. Und hier oben lesen wir Casper, lang lebe der Tod. Das Ganze sieht ein bisschen so aus wie so ein Sternenhimmel oder einfach schwarz mit so weißen Farbklecksen. Hochformat und die Rückseite glatt weiß. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir noch ein T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier so zwei Taschenmesser gekreuzt, dahinter eine Rose und hier noch der Schriftzug Casper. Ärmel sind unbedruckt. Ui, das gefällt mir richtig gut und wir haben einen Backprint und was für einen. Lang lebe der Tod steht hier. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also sowohl so von der Schriftart als auch so vom Design, schwarz auf weiß. Klassisch, ich weiß, aber ich stehe generell sehr drauf, wenn T-Shirts vorne und hinten bedruckt sind. Deswegen freue ich mich natürlich immer sehr, wenn in so einer Box dann auch mal ein Backprint vorhanden ist. Und das Design finde ich auch gelungen. Also kann man nicht sagen. Schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier im Brustbereich diese Rose inklusive dieser zwei Taschenmesser. Hier unten setzt sich das Ganze dann fort. Und hier haben wir dann unten noch den Casper-Schriftzug. Das Ganze klassisch gehalten in schwarz-weiß. Und in meinen Augen ist das Design auf jeden Fall gelungen und werde ich auf jeden Fall mal tragen. Und was ich natürlich vorhin vergessen habe, wir schauen nochmal ganz kurz, womit wir es hier zu tun haben bei diesem T-Shirt. Wir haben hier ein Gildan Heavy Cotton in der Größe L, made in Bangladesch, 100% Baumwolle. Alles klar. Gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann das Poster im Hochformat, diese Vinyl des Albums und das Album im Digipack inklusive der Live-DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box, Lang lebe der Tod von Casper. Wie immer würde mich natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. von der Box denkt. Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Casper unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.